Hallo Kinder! Herzlich willkommen bei Pandido, eurem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten. Das ist unser Unboxing-Video von Play-Doh Alle auf Kalle. So, hier ist schon das gute Stück. Das ist nämlich der Karton, wenn ihr das Spielzeug nach Hause bekommt. Auf den ersten Blick sehr bunt, was sehr gut ist. Und hinten sehen wir schon, was ihr damit machen könnt. Und zwar formen, zielen und gewinnen. So, dann würde ich sagen, machen wir das Paket doch erstmal auf, schauen, was drin ist und bauen es dann zusammen auf. So, hier kommt uns gleich mal die Anleitung entgegen. Play-Doh-Knete natürlich in drei Farben. Rot, Grün und, ja, Lila. Und hier kommt das Spielzeug. Das ist gleich der Standfuß. Da kommt später auch noch eine Batterie rein, denn der gute Kalle, der kann sich auch drehen. Und noch viel mehr bunte Sachen. So, dann wollen wir zuallererst mal Kalle auspacken. Unseren Mülleimer. So, einfach Tüte aufreißen. Da kommt er schon raus. Das ist Kalle. Hallöchen. Und das ist der Deckel von Kalle, denn wie gesagt, Kalle ist ein Mülleimer, der braucht natürlich auch einen Deckel. Na. So, Tüte ist offen. Komm her. In dem Deckel drin seht ihr schon, das sind noch die kleinen Ärmchen von Kalle, damit er nicht ganz so kahl aussieht. Und die bauen wir auch als allererstes mal dran. So, ein Arm links, der kann sich auch komplett drehen und der andere natürlich rechts, auch der dreht sich dann mit. Hui! Okay, jetzt kommen wir zum Standfuß, das ist das lilane Teil. Hier müsst ihr unten mit einem kleinen Schraubenzieher nur diese Schraube lösen und dann seht ihr schon das Batteriefach. Da kommt dann diese dicke Batterie herein. Zack, reingesteckt. Wenn er dann den Schalter umlegt, dann seht ihr schon, es fängt an sich zu drehen. Nicht vergessen, das Batteriefach wieder zuzumachen. Zu schrauben. Fertig. Jetzt können wir Kalle unseren Mülleimer schon direkt auf den Standfuß draufsetzen. Und mal schauen, wie er sich drehen kann. Hui! Und die Arme drehen sich auch mit. Ups, der hat mir verrutscht. So, jetzt aber. So, zu Kalle kommen wir später noch. Jetzt bauen wir erstmal die eigentlichen Spielflächen dran. Das sind nämlich die drei bunten hier. Der grüne, der rote und der blaue. Und hier auf diesem Knopf, wenn ihr da drauf drückt, dann wird später noch ein Stück Knete hochkatapultiert. Hier noch den blauen dran und den roten. Ihr könnt das also maximal zu dritt spielen, natürlich aber auch alleine. Und dann wollen wir als nächstes mal die Play-Doh-Knete auspacken. Hier haben wir die lilane, die grüne und die rote. Und damit können wir einige coole Sachen machen. Ich nehme jetzt einfach mal die lilane. Und die könnt ihr, seht ihr schon, da unten an dem blauen Fuß dran. Dann so kleine Formen ausgeschnitten. Ihr nehmt euch einfach ein bisschen Knete, ich nehme jetzt mal lila. Stopft das hier so ein bisschen in die Form rein. Und wenn ihr das wieder rausnehmt, whoops, haben wir einen Stern. Ein bisschen drumherum die überschüssige Knete ab. So. Jetzt haben wir einen richtigen Stern. Das gleiche können wir noch mit grün machen, mit rot. Ich nehme jetzt mal noch die rote Knete und mache daraus eine Schleife. Und eine grüne Schnecke. Da ist sie. Aber jetzt zeige ich euch noch, was wir mit Kalle eigentlich noch machen können. Das ist nämlich ein sehr lustiges Spiel. Ihr nehmt einfach ein Stückchen Knete, tut das in dieses kleine Loch. Und das war vielleicht ein bisschen viel, die war zu schwer. Nochmal. So. Wenn ihr dann den Kippschalter noch umlegt, dann könnt ihr die Knete noch zu was formen. Und dann, wenn sie drauf fliegt, einfach auf den Schalter hauen.
und müsst damit probieren, die Knete in Kali hinein zu katapultieren. Hui! Ah, ist gar nicht so einfach. Müsst ihr ein bisschen rauskriegen, wie das funktioniert. Hui, der hat gesessen. Das war unser Unboxing-Video von Alle auf Kalle. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet oder Vorschläge für euer Lieblingsspielzeug habt, dann kommentiert einfach das Video. Wir antworten euch dann so schnell wie möglich. Zeigt euren Freunden, dass euch unser Kanal gefällt und teilt uns in euren Netzwerken. Denn die Spielzeuge mit den meisten Likes bekommen eine Geschichte. Bis bald, euer Pandido-Kanal.